Wir sehen in diesen beiden Tagen hier Vorträge von Mitgliedern der Akademie und von eingeladenen Gästen. Und Johanna Thiel ist die erste eingeladene Gästin, die heute ihre Arbeiten hier zeigen wird. Sie hat in Leipzig studiert bei Tim Rauter und bei Boris Mikhailov, war dort später Meisterschülerin von Tina Bara und ging dann an die École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris und hat dort studiert bei Christian Wolkanski und Jean-Marc Bustamante. Viele elegante Namen. Ich habe ihre Arbeiten zum ersten Mal gesehen vor einigen Jahren bei den Darmstädter Tagen der Fotografie, die ja leider zeitgleich mit uns heute in Darmstadt stattfinden, und habe dort eine Serie Interieurs gesehen von sakralen Gebäuden in Zypern, die durch die Teile der Insel nicht mehr benutzt wurden. Etwas Ähnliches hat sie später in der Ukraine gemacht mit Architekturaufnahmen von Synagogen und einige Zeit darauf mit faschistischer Architektur in Italien. Also es waren jeweils Architekturarbeiten, aber es ging immer um den historischen Kontext. Das hat sie sehr interessiert. Wir haben eine Weile gebraucht, bis das miteinander geklappt hat. Jetzt bin ich sehr froh, dass es funktioniert. Und sie wird wahrscheinlich auch selber darauf hinweisen, dass einige dieser Projekte, von denen ich sprach, dort drüben in der Buchform zu sehen sind. Ich übergebe jetzt das Wort an Johanna Thiel. Und sie wird, dass ich nicht ganz alleine auf der Bühne ist, ausnahmsweise das im Sitzen hier aus. Du bist da vorne. Okay. Das hier irgendwo anklipsen. Mhm. Und wie kann ich denn die Bilder klicken? Links. Links, rechts. Da. Links, vorwärts, rechts. Okay, rückwärts. Super. Okay. Alles klar. Gut, ich muss mich so ein bisschen zurücklehnen. Das soll nicht sozusagen gemütlich gemeint sein. Also, Zug möglichst weit nach vorne gehen, weil wir dich sonst beim Streaming überhaupt nicht sehen können, leider. So? Zum Beispiel. Das Mikro. Das kriegen wir alles noch hin. So. Also, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe gedacht, da ich das erste Mal dabei bin, dass ich erstmal ein paar ältere Arbeiten vorstelle, damit Sie mich kennenlernen und dann einen Ausblick gebe auf das, woran ich momentan arbeite. Und ich denke, dass sich im zweiten Teil dann auch erschließt, wie es zu dem kryptischen Titel kommt des Vortrags. Genau, und zwar ist es so, dass ich in meinen bisherigen Arbeiten mich viel mit Architekturen beschäftigt habe, in denen es um die Anwesenheit von Abwesendem geht. Und ich stelle nun die Projekte einzeln vor. Ich fände es ganz schön, wenn Sie tatsächlich, ich rede in diese Richtung, wenn Sie tatsächlich sich Bücher nehmen und die auch rumgeben, da das ja immer noch mal eine ganz andere Form ist als der chronologische Vortrag. Das ist eine Wand, die ich jetzt gerade in der Villa Massimo gezeigt habe, wo ich das erste Mal probiert habe, mit dieser vergleichenden Hängung zu arbeiten, und es sind verschiedene Arbeiten aus ganz unterschiedlichen Werkzyklen zu sehen, und das war für mich so ein erstes Experiment, wie man über die vergleichende Schauung eigentlich zu neuen Schlüssen kommt. So, die erste Publikation, die Andreas gerade erwähnt hat, heißt Displays. Da geht es um die Teilung in Zypern. Ich habe 2008, 2009 dort fotografiert und mit einem DAD-Stipendium wollte ich etwas über diese Pufferzone machen und über die Teilung, über diese ethnische Separierung. Und man sieht hier eine Karte, das war sozusagen die Quelle meiner Arbeit, in der die ethnische Aufteilung und die letzte Zählung 1960 zu sehen ist. Da konnte man immer sehen, wie viele griechische Zyprioten lebten in den jeweiligen Dörfern, wie viele türkische Zyprioten, wie viele Armenier. Und das war sozusagen die Quelle meiner Reise durch dieses Land, das heute zweigeteilt ist, seit 1974.
und in zwei Länder geteilt ist. Die Situation in Nikosia hat mich sehr stark an das Berlin erinnert, das ich von Kindheitsbesuchen kenne. Und letztendlich habe ich dann eine konzentrierte Arbeit gemacht über die Gotteshäuser, über die Kirchen im Norden der Insel, die durch die Vertreibung der griechischen Zyprioten leer standen und dann von Muslimen sozusagen, nicht bewohnt, aber in denen da jetzt sozusagen gebetet wird durch Muslime, die sind also in Moscheen umgewandelt worden. Und man sieht, mich interessiert sozusagen die Krise dieses Raumes, also dass die ursprüngliche Bestimmung und die Funktion des Raumes umgewidmet wurden. Man sieht im Hintergrund hier die Ikonostasis, auf der die Ikonen der griechisch-orthodoxen Kirche zu sehen waren und davor der Vorhang, der den Teil der Männer und der Frauen voneinander trennt. Es gibt auch zerstörte und geschändete Kirchen im Norden Zyperns. Und in dem Buch gibt es dann auch eine Reihe mit Aufnahmen von Moscheen im Süden der Insel. Dort sind sozusagen die türkischen Zyprioten vertrieben worden nach Norden. Und seit über 40 Jahren sind diese Orte wie Vakuen in den Dörfern. Und wenn es wieder zu einer Wiedervereinigung eines Tages kommen wird, kann es auch sein, dass die wieder benutzt werden und die warten sozusagen darauf. Das ist wieder eine Kirche im Norden der Insel, die zu einer Moschee umgewandelt wurde und man sieht den Teil, der die Frauen von den Männern trennt. Und eine Ausstellungsansicht. Ich hatte eine Installation gemacht mit den kleinen Moscheen, die sich sozusagen immer wieder ähneln, auch in ihrer Farbigkeit und in ihren Attributen, kombiniert mit großformatigen Aufnahmen von den Kirchen, die in Moscheen umgewandelt wurden. Genau, ich arbeite mit einer Großbildkamera und finde das. Und diese Orte sind nie wirklich benutzt worden. Sie sind wie Potjemkinsche Dörfer und man sieht ihnen aber sozusagen an, dass sie diese mediale Inszenierung als Hintergrund auch von Auftritten von Mussolini ist. Es gibt im Archiv in Rom, im Istituto Luce, sehr viele Filme, wo man Mussolini sieht, wie er diese Orte einweiht. Und immer ist sozusagen diese Architektur im Kleinen ist sozusagen als Hintergrund ganz groß zu sehen. Und mich interessierte, dass es eigentlich so diese gleiche Rhetorik, die es auch in Rom gibt, im Kleinen gibt, im beinahe unspektakulären. Und habe die eigentlich wie Filmkulissen auch fotografiert. Und in der Mitte des Buches gibt es einen Teil mit einer Art Album von verschiedenen kleinen Bildern mit Funktionen der Häuser. Genau, das geht dieses Diptychon geht zurück auf diese Filmfahrten von diesen Einweihungen der Orte. Eine Ausstellungsansicht. Diese Aneinanderreihung geht zurück auf eine Legende, nach der es Mussolinia geben sollte. Und dieser Ort wurde auch tatsächlich, da wurde der Grundstein gelegt und Mussolini war vor Ort. Und dann wurde dieser Ort aber nie wirklich gebaut und als Mussolini eines Tages nachfragte, was aus diesem Ort geworden sei, hat man ihm quasi aus Angst, weil nichts da in der Zwischenzeit entstanden ist, ein Album vorgelegt mit gemischten Fotografien von anderen Orten. Es war sozusagen ein Ort geworden, den es nur in der Fotografie gibt. Und diese Idee des Albums oder des Ortes, den es nur in der Fotografie gibt, also nur in der Konstruktion, den fand ich sehr spannend, habe das aufgegriffen, im Buch als auch an der Wand.
Die zweite Arbeit im Buch ist im Vergleich zu der Peripherie, also dem Außen, die Sizilien, mitten in Rom, die heutigen Institutionen. Mich hat interessiert, inwiefern ist diese programmatische Bildsprache bis heute vorhanden, über Materialien, über tatsächlich Bilder, über künstlerische Techniken, wo sich das faschistische Rom auf das antike Rom bezieht. Und inwiefern lebt das weiter fort? Das ist zum Beispiel das Foro Italico in Rom, Palazzo Congressi, wo man immer noch sozusagen unter römischen Kaisern hindurchläuft, die durch faschistische Maler interpretiert wurden. Oder wichtig auch im EOR-Viertel ein Relief von Mussolini, wie er sich einreiht in die römischen Bauwerke. Genau, das Haus der Verwundeten, Casa Madre dei Mutilati, das bis heute auch diesen Märtyrern des Krieges huldigt sozusagen. Dann die dritte Serie in dem Buch. Ich habe jetzt natürlich immer nur eine ganz kleine Auswahl. Da geht es um die Verbindung von katholischer Kirche und faschistischer Ideologie und inwiefern kann man das auch ablesen über Formensprache und über Materialien, Typologien. Ja, und wichtig ist mir immer, dass es nicht so eine eindeutige Lesart gibt, sondern dass ich quasi mit den Bildern eine Art der Inszenierung nachvollziehe, sie sozusagen ein zweites Mal inszeniere und dadurch neue Fragen stelle. Das dritte Buch, Ukraine Series, das habe ich 2015 das erste Mal ausgestellt. Da habe ich Synagogen aufgesucht in der Ukraine, eigentlich in allen Teilen der Ukraine. Oh, jetzt ist das ausgegangen. Ruhezustand. Also, ich fand es sehr spannend, dass die Ukraine als Teil des geografischen Europas, dass sich daran dort sozusagen noch immer ablesen lässt, was eigentlich ein unbewältigtes Trauma Europas ist. Und es geht hier um die Synagogen, die schon auch unter den Sowjets umgewandelt wurden oder entweiht wurden und dann durch die Besetzung und Zerstörung der Deutschen weiter geschändet wurden und bis heute eigentlich in verschiedenen Funktionen entweder verblieben sind oder wieder weiter neu umgewandelt wurden. Und wichtig finde ich, dass es nicht einfach in irgendwas umgewandelt wurde, sondern es wurde ganz speziell in ideologische Räume umgewandelt, also Sporthallen, Kinos, Fabriken, Orte der Versammlung sozusagen. Und es geht mir eigentlich auch um die heutige Ukraine und um die Frage nach dem, was ist Europa und europäische Identität. Das war zum Beispiel eine Brauerei zu Sowjetzeiten und wurde dann nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ganz improvisiert wieder zu einer Synagoge gemacht. Sehr viele Kulturclubs wurden gegründet aus diesen Synagogen und Kinos. Und in dem Buch habe ich habe einen Schriftsteller gebeten, Juri Andruchowitsch, 8 Miniaturen zu schreiben zu bestimmten Orten, die er auch selbst erlebt hat, erinnert hat oder noch neu besucht hat. Und das ist sozusagen in dem Buch ein Einleger. Unter anderem zu diesem Ort Halitsch hat er über die große Vergangenheit der Könige geschrieben. Und ich finde sehr spannend, wie seine Miniaturen auch wie Bilder wirken, sozusagen, wo sich die Schichten und das Gleichzeitige, so wie ich es auch in der Fotografie begreife, das Gleichzeitige im Raum, sich bei ihm auch zeigt in den Miniaturen. Ein Heimatmuseum.
Ausstellungsansicht in der Pinakothek der Moderne. Und da habe ich diese großformatigen Aufnahmen mit dieser Typologie der Sporthallen verbunden. Das ist eigentlich eine 10-teilige Serie. Dort habe ich aber sechs Stück gezeigt. Das Buch Utopians ist im Herbst letzten Jahres erschienen und ist eine Kooperation mit Niklas Mark, mit dem Architektur- und Kunstkritiker. Und wir haben eigentlich schon vor 6 Jahren begonnen, uns auszutauschen über dieses utopische Potenzial bestimmter vergessener Architekten. Und diese Arbeit, ich kann leider meine eigene Schrift nicht lesen, in der geht es sozusagen darum, das Behaustsein in Frage zu stellen und das utopische Potenzial von vergessenen Orten eigentlich wieder zu entdecken. Das ist eine Kugelarchitektur von Antti Lowak in Südfrankreich. Auf einem Hochplateau hat er mit einer studentischen Kommune gelebt in den 70er Jahren. Und das wurde Stück für Stück gebaut. Erstmal wurde ein Modell gebaut, in dem lebte man. Und dann wurde sozusagen in diesem Wald nach und nach angepasst an die Natur, wurden Strukturen entwickelt. Und daraus sollte dann so eine große Wohnlandschaft entstehen. Irgendwann ging das Geld aus. Und Antti Lowak lebte ganz vereinsamt, als wir ihn besucht haben und ich ihn dann später fotografiert habe, in seinem Modell, also in diesem Modell sozusagen. Und im Wald, was ich sehr spannend fand, waren noch so die Skizzen, also dieses Potenzial des noch nicht Gebauten, aber Gedachten. Und deswegen habe ich auch eine Reihe mit diesen Drahtskizzen quasi im Wald fotografiert. Eine andere Position ist Jona Friedman, der eigentlich nie gebaut hat, nicht wirklich, eher ein wichtiger Vordenker und Visionär ist und dessen gesamte Wohnung aus Modellen und Denkfiguren besteht und wie sein eigenes Gehirn sich anfühlte. Wichtig war, dass alle noch lebten. Ich habe auch alle porträtiert. Das kann man im Buch sehen, diese Porträts. Niklas Mark hat sich mit deren Entwürfen und Gedanken beschäftigt und hat darüber geschrieben. Und so ist das Buch sozusagen eine Verbindung aus Porträt, Hintergrund und Essay von Niklas Mark sowie meinen Interpretationen dieser Position. Er hat immer mit vorhandenen Materialien gearbeitet, Klorollen oder Tüten, um auch nachzudenken. Und das ist alles zu sehen in diesen Räumen. Und hat selber eigene Modelle gebaut. Eine andere Position ist Jean Renaudy und René Gay-Lussat, die in Ivry-sur-Seine südlich von Paris gebaut haben, wo es um kollektives Leben eigentlich geht. Also dass es über einem Einkaufszentrum ein Gebäude, in dem man jeweils die Gärten der anderen erreichen kann. Heute wird es wohl auch oft von Drogenabhängigen besucht und deswegen ist es geschlossen. Also dieser Gedanke ist tatsächlich nicht weiterentwickelt worden. Das ist ein Haus von Dante Bini, das er mit dem Filmemacher Antonioni entwickelt hat und was wie so ein Filmset eigentlich zu begreifen ist. Das verbinde ich mit Aufnahmen von einem Testfeld bei Bologna, wo er die Technik des Kuppelbaus ausprobiert hat. Und zwar hat er mit einem sozusagen einen Ballon genommen, darüber Hühnerdraht gelegt und den mit Beton bespritzt. Und dann wurde dieser Ballon aufgeblasen und innerhalb von wenigen Stunden stand eigentlich eine Kuppel. Und er ist bis heute, hat er das patentieren lassen, diese Shells. Und es ist jetzt eigentlich wieder interessant für die Behausungen von Flüchtlingen auch. Und diese Shells zerfallen aber sozusagen. Bei Bologna gibt es ein ganzes Testfeld, was ich dann eben fotografiert habe. Claude Parent ist auch eine weitere Position im Buch. Und da in seinen Bauten geht es eigentlich um den Taumel und den Schwindel. Durch die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs hat er gesagt, eigentlich können Häuser keinen Schutz mehr bieten. Und man muss das auch in die Architektur übertragen.
Und ich habe versucht, über die, also jede fotografische Arbeit in dem Buch hat auch mit der Position zu tun. Und hier habe ich versucht, dass man nicht mehr genau weiß, wo es oben, wo es unten, also diesen Taumel sozusagen in die Fotografie zu übertragen. Er bezieht sich auch auf Bunkerarchitekturen am Atlantik, die er mit Paul Virilio zusammen recherchiert hat. Das erinnerte mich so an diese Eingänge von den Bunkern, die so schief im Sand liegen durch die Witterung. Genau, das sind zwei Ausstellungsansichten, damit man sich das physisch vorstellen kann. Jetzt weiß ich gar nicht, ich bin schon sehr in der... Alles gut? Okay. Also, das imaginäre Studio. Hier geht es auch um das utopische Potenzial der erweiterten Nachkriegszeit, und zwar um die elektronischen Studios. Und hier hat mich interessiert, inwiefern hat man etwas, was es noch nicht gab, etwas noch nicht Gehörtes, in Apparate überführt. Also mich interessiert hier wiederum die visionäre Kraft, etwas, was es noch nicht gibt. Also sei es bei den Architekten die Idee eines neuen Wohnens hier, die Idee einer neuen Musikform. Wie kann man die übertragen, transformieren? Und das ist in den elektronischen Studios in Deutschland und in Frankreich ganz stark entwickelt worden, durch Manipulation von Geräten, aber auch neues Bauen von Geräten. Und ich habe, jetzt komme ich auch zu diesem Titel, das visuelle Begreifen. Ich habe sozusagen die Arbeiten Utopians und das imaginäre Studio zusammen an eine Wand angebracht, wie ein imaginäres Museum sozusagen, und habe die Welt des Klangs mit der Welt der Architektur verbunden. Das ist in der Akademie der Künste eine 33 Meter Wand, und die kann man lesen wie so eine Art Partitur sozusagen. Das sind nochmal Aufnahmen aus dem imaginären Studio. Imaginären Studios, und das sind Details aus der Installationsansicht. Hast du die auch alle Großbildaufführungen gemacht? Mhm. Und das ist wieder eine ganz andere Wand. Da habe ich in Frankfurt die imaginäre Studioarbeit verbunden mit Bildern aus dem Haus der eigenen Großeltern. Sozusagen wie Sender und Empfänger geht es da, diese elektronischen Studios wurden ja stark von den Alliierten bezahlt, unterstützt. Und wiederum ist das Haus der Großeltern in Kassel so ein ganz starkes Beispiel für die Bonner Republik. Und ich habe diese beiden Orte miteinander verbunden. Das sind auch Aufnahmen aus dem Haus in Kassel. Ich muss jetzt ein paar Details weglassen. Das ist auch noch eine Installationsansicht aus der Ausstellung in Frankfurt. Da hinten sieht man eine Arbeit, die heißt Ein ruhiger Tag, vor einer Fotografie, einer Detailaufnahme von einer Marini-Skulptur. Und zwar, muss es kurz fassen, Marino Marini hat sozusagen in seiner Bronze die Unruhe der Zeit, der Nachkriegszeit, die seelische Aufruhr versucht, übers Material darzustellen. Das nehme ich als Hintergrund, um einen Ausschnitt der Arbeit Ein ruhiger Tag zu zeigen. Und zwar, das ist die gesamte Arbeit, hat meine Großmutter im Nachlass Tagebücher von 1936 bis 2010 hinterlassen und hat ganz wesentlich nichts angesprochen, was ich eigentlich erfahren wollte. Und es geht um das Schweigen dieser Nachkriegszeit, dieser Figur der Großmutter in dem Fall.
Und dieses Schweigen habe ich versucht, in die Fotografie zu übertragen, kurz gesagt, durch die Chemie im Labor. Also es sind alles sozusagen die Farben der Ledereinbände dieser Bücher, die ich nur mittels der Farbfilter auf analoges Fotopapier übertragen habe. Also eine Antwort auf dieses Nicht-Sprechen eigentlich. Und die Rahmen haben so golden eingefasst, so wie diese goldenen Buchschnittkanten. Und für mich war diese Arbeit ganz wichtiger Schnitt, sozusagen der Fotografie auch diese Abstraktion zuzutrauen. Und jetzt möchte ich ganz kurz einen Ausblick geben, woran ich momentan arbeite. Das ist ein großer Komplex, der sich auch mit der Nachkriegszeit beschäftigt. Und es geht um ein Verbinden von privaten Archiven, Nachlässen, mit den Archiven der Zeit. Also sozusagen meine Großeltern Diehl und Bode in Kassel sind für mich so Stellvertreter, ist mein subjektiver Zugang, aber sie sind Stellvertreter einer Bonner Republik. Bode, Dokumenta, Gründer und Architektur, Architekt und so weiter. Diehl, Zeitungsverleger in Kassel. Moment. Genau, das ist die Wand von Arnold Bode, auf die ich mich beziehe. Das ist sozusagen mein Großonkel und ich recherchiere gerade zu diesen Archiven, auch zu den Hintergründen dieser Bilder und den Büchern, die er dafür verwandt hat. Das ist sozusagen auf der ersten Dokumenta, die Wand, die als Einstimmung für die gesamte Dokumenta gilt. Und mich interessiert, dass er so auf unwissenschaftliche Weise sagt, man kann über eine Wandhängung etwas visuell begreifen, etwas anderes ausprobieren. Und so arbeite ich jetzt auch mit Archiven und eigenen Fotografien an Wänden sozusagen. Mein Vater ist zerbrochen an diesem Schweigen der Nachkriegszeit, kurz gesagt, und hat, wie viele seiner Generation in den 80er Jahren, das Buch von Fritz Zorn, Mars, gelesen. Darin geht es darum, dass man durch die äußeren Umstände unglücklich depressiv wird. Und ich bin dann auf die Arbeit von dem Theatermacher Johann Kresnik gestoßen, der ganz radikal dieses Buch inszeniert hat. Man sieht unten rechts Stills aus einem Theaterstück, wo es um den Kampf des Protagonisten aus dem Buch, der an Krebs erkrankt, durch die Umstände sozusagen, das ist damals die These, mit dem Tod ringt. Genau, diese Arbeit möchte ich reenacten und fotografieren. Mir geht es da um die Berührung. Und des Weiteren habe ich von Kresnik in den Inszenierungen sehr spannende Objekte gefunden, wo er die Tänzer eigentlich einschränkt in ihren Bewegungen. Das sind wie Metaphern eigentlich für diese Qualen der Seele, kann man sagen. Und die fotografiere ich gerade. Diese Objekte, das ist jetzt letzte Woche entstanden, es ist sozusagen noch Werkstattarbeit und ich bringe sie in die Farben der Großmutter, also in diese Farben des Schweigens eigentlich. Und dann kombiniere ich also ich habe vor, das zu kombinieren mit Fotografien, die ich im Haus der Großmutter gemacht habe, aber auch mit Fotografien, die ich in ihrem Nachlass gefunden habe, von den vielen Reisen und den eigenen Inszenierungen des Mondänen sozusagen. Also das Gebrochene des Sohnes gegenüber dem Schweigen der Eltern. Ganz kurz gesagt. Das sind Aufnahmen aus dem Archiv der Großmutter. Ja, das ist sozusagen meine Werkstattsituation gerade. Vielen Dank.